So, hallo zusammen. Ich habe mir heute Gedanken gemacht über die Festigkeit unserer Top-Schlinge oben am Umlenkpunkt an der Hauptverankerung und habe festgestellt, dass die teilweise unterdimensioniert ist, was die Festigkeit angeht. Ich habe als Beispiel hier eine Rolle von ICS, das ist die kleinste im Sortiment von den Lastrollen. Die gibt hier eine Bruchlast oder eine Mindestbruchlast von 85 kN an. 85 kN und die Rolle zerlegt sich. Das bedeutet, ich brauche aber auch 85 kN an der Schlinge. Denn sonst zerlegt sich die Schlinge vorher. Und hier haben wir das Problem. Die stabilste, die wir hier reinkriegen, ist die von Tenex. Die hat 77 kN. Auch Kernmantelkonstruktion bringt uns nicht weiter. Die hat weniger Bruchlast. Diese 77 kN in der Schlinge ist für das gerade gestreckte Seil ohne Knoten. Wir machen aber Knoten. Da müssen wir jetzt noch rechnen, ungefähr 20% weniger hier über diesen Cowhitch, über diesen Kuhknoten oder Angelstich, wie man es auch nennt. Aber da sind wir euch deutlich von dem weg, was hier von der Rolle gefordert wird, nämlich 85 kN. Was machen wir? Wir schauen uns zuerst mal an, wie es zu diesem Problem kommt, unabhängig von dem, dass die Schlinge es nicht bringt. Ich habe hier einen 14 mm Strick von Yale. Der hat natürlich logischerweise weniger. Der hat 67 kN, aber ist eigentlich ein sehr handliches Teil. Das passt ideal hier in die Rolle rein und ich arbeite gern mit dieser Sache. Es sieht aus wie folgt. Ich gehe einmal um den Baum, gehe um den Baum zurück, gehe hier durch, justiere die Angelegenheit, mache hier meinen Sicherungsknoten drüber, verstaue das Ende und los kann es gehen. So, ich habe aber jetzt die Lasteinleitung in letztendlich einen Hauptstrang. Ein bisschen der Last geht auf die andere Seite, ja. Aber letztendlich, wenn ich den Zug so rübernehme, geht die Hauptlast hier in den einzelnen Strang. Man darf sich nicht verleiten lassen, weil wir hier vorne zwei haben. Okay, im Spleiß sind es eben diese zwei, aber die Last geht letztendlich in einen Strang über. So, mehr gibt die Schlinge nicht her. Mit einem anderen Knoten, mit einer anderen Umschlingungstechnik, kriegen wir das Problem aber tatsächlich ganz elegant in den Griff. Und zwar, ich arbeite jetzt nicht mehr Block in Öse, sondern ich arbeite mit Block im Schlingenseil. Ich verankere jetzt diese zwei Enden, ich habe somit die halbe Last. Die Last der Rolle verteilt sich 50% und 50%. Damit kommt meine Bruchfestigkeit wieder zustande. Als erstes umschlinge ich den Baum, gehe mit meinem Block durch die Öse, justiere ihn so, wie ich ihn haben möchte und mein erster Seilstrang ist somit schon fixiert. Ja? Der läuft hier durch das gespleiste Auge und ist fest. Das zweite Ende, das jetzt noch los ist, das fixiere ich mit dem Knoten, wie wir ihn ja sonst auch anwenden. So,
So, habe ich jetzt die Schlinge insgesamt doppelt genommen. Das heißt, ich habe letztendlich die doppelte Festigkeit und trotz 20% Abzug wegen Knotenverlust hier im Cowhitch habe ich dann eine Festigkeit, die deutlich über 10 Tonnen liegt. Das heißt, die geforderte Festigkeit von 85 kN habe ich hier locker erreicht, obwohl ich nur ein 14 mm Schlingchen genommen habe. Ich zeige es euch nochmal, wie ich das Problem gelöst habe. Ich gehe mit der Schlinge um den Baum herum und gehe mit dem Block durch die Öse. Ich justiere, gehe zurück, mache meinen Q-Knoten. Mache meinen Sicherungsschlag, mache noch einen drüber. Verstaue das Ende und gut ist. So, ich bin auf eure Rückmeldung gespannt. Ich habe das jetzt schon öfters so probiert und ich finde diese Methode sehr elegant. Man hat nicht nur die Möglichkeit, die maximale Schlinge zu optimieren, die ja trotzdem noch zu wenig Pro-Festigkeit hat, als auch dünnere Schlingen zu wenden, die doppelt genommen eben diese Kriterien erfüllen und hier diese Bruchlast bringen. Interessant wird es dadurch dann noch mehr, wenn ich die ganz große Rolle von der Firma nehme oder auch von DMM, den großen Impact Block, der ja 30 Tonnen Mindestbruchfestigkeit hat. Okay, jetzt kann man natürlich diskutieren, gibt es der Baum her? Aber unabhängig dessen muss unser Gesamtsystem passen. Und wenn ich eine Rolle einsetze, die 30 Tonnen Mindestbruchfestigkeit hat, muss auch mein restliches System dazu passen. Zumindest annähernd. Es macht keinen Sinn, irgendwo in den Baum eine 30 Tonnen Rolle zu hängen, aber gleichzeitig zum Beispiel das 22 mm Tenex Schlingchen zu nehmen, das weit entfernt ist von allem, was diese Bruchfestigkeit braucht. Auch da hilft dann letztendlich nur doppelt nehmen oder dann im äußersten Notfall eben auf andere Befestigungstechniken ausweichen, zum Beispiel fertig konfektionierte Rundschlingen, die dann in den Bereich von 20-30 Tonnen kommen. Okay, soweit meine Idee. Gebt mir bitte Rückmeldung. Ich bin gespannt, was ihr zu der Sache zu sagen habt. Bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und immer schön auf dem Bau bleiben. Nicht runterfallen.